Herzlich willkommen zu Dropcast, eurem Film- und Fernsehpodcast. Wir bringen euch Headlines, Reviews, Empfehlungen. Und wir sind eure Hosts, Tom und Julia. Hosts für Alien Experiences. I don't know. Alien Experiences. Wenn ich das Wort Host sage, dann denke ich tatsächlich eher erst an Menschen, die von Aliens übernommen werden, deren Edgar-Kostüme nicht gut sitzen und so weiter und so fort. Okay. Nein, nicht. Denkst du, wenn das Wort Host hörst, denkst du so, ah ja, I'm a moderator, I'm your host, you're my guest. Ja, doch, ja. Okay. Weißt daran ja sieht so man, dass du mehr im Business bist und ich immer nur ein netter Sidekick. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist auch okay für mich. Andere Assoziationen einfach. Ja, man muss ja auch sagen, das stimmt ja auch. Du machst einfach die Bärenarbeit, während ich ja die Honigarbeit mache. Winnie. Okay, apropos Deep Dive in to the Honey Jar. Ja. Tom und ich werden heute Nachmittag noch ins Kino gehen und Eternals schauen. Und obwohl der Film mittlerweile weltweit offensichtlich schlecht aufgefasst wird, bin ich immer noch very excited. Wie geht's denn bei dir? Ist dein Excitement-Level stark gesunken, nachdem so die First Reviews reinkamen? Ah, nö, auf keinen Fall. Ich werde da offen rangehen und mir das angucken. Vor allem mag ja Chloe Zhao und deswegen. Allein deswegen. Man kann sich's einfach nicht vorstellen, dass da so viel schiefgegangen ist, oder? Naja, was heißt schiefgegangen? Wahrscheinlich ist es, das Problem ist ja wahrscheinlich, dass es halt Charaktere sind, die keiner kennt, sozusagen, ne? Weil die Comics hat kaum einer gelesen, so nach dem Motto, oder also Die Hard Fans halt nur und ist halt nicht Captain America, Iron Man und Thor halt, ne, die als Hauptfiguren. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht kritisiert, dass der Film zu unmarvelig ist oder vielleicht einfach, ich meine, du hast so Übermenschenfiguren, die nicht, also es ist, ich bin einfach sehr gespannt. Ich habe wirklich ganz, ganz wenig gelesen. Ich habe eigentlich gar nichts gelesen, auch weil ich wirklich als leeres Blatt in diesen Film gehen möchte und dann mit meinen eigenen Erfahrungen beschrieben sein will. Ja. Deswegen bringen wir euch jetzt auch erstmal nur eine politische Nachricht zum Thema und gar nicht inhaltlich. Inhaltlich machen wir es dann vielleicht in 2 Wochen. Weil wir dürfen sehen, manche andere Länder nicht. Ganz genau. Und zwar ist der Film tatsächlich verboten oder hat kein Release bekommen in den Ländern Saudi-Arabien, Katar und Kuwait. Da diese Länder eine ganz strikte Gesetzgebung gegen Homosexualität nach wie vor haben. Und so verrückt, Eternals, ja, es ist total, aber im Prinzip ja auch nicht, interessanterweise, das ist ja nicht das einzige Regressive, was sie so haben, sage ich mal. Ne? Ja, Stichwort Führerschein für Frauen. Auch Russland ja nicht und so, das ist auch sowas immer ein Problem, aber ich verstehe, also keine Ahnung, was soll passieren, wenn ich das gucke? Also, ich meine. Na, und ich bin, also was macht der Film? Der macht viele interessante Dinge. Wir haben letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass eine taube Schauspielerin eine Rolle spielt und deswegen der Film auch anregend ist, für viele Kinos eben ihr Caption-System umzudenken. Und wir haben die ersten schwulen Charaktere. Ja, ist ja egal, Tom. Habe ich auch letztes Mal schon erklärt, dass du kein Fan davon sein musst, weil es dich nicht betrifft. Ja, darüber reden wir nicht nochmal. Experience. Das muss anders geregelt werden. Das ist meine Meinung. Meine Meinung. Man darf mal nur noch sagen dürfen, dass das eigentlich geregelt werden muss. Apropos. Nein, so. Jedenfalls haben wir den ersten schwulen Superhelden im Marvel-Universum. Und es gibt wohl auch Passionate Kisses auf der Leinwand. Was ich ja immer ganz schön finde, weil ja ganz oft, Stichwort Star Trek Discovery, zu Beginn solcher Sachen immer nur so Pecks on the Cheeks und so, viele Umarmung, wenig Küsse immer gibt. Habe ich jetzt auch bei Supernova gedacht. Viele Umarmung, wenig Küsse. Und das ist natürlich ein Aufreger für Staaten, in denen Homosexualität illegal ist. Und die 3 Länder sind nicht die einzigen auf der Welt, so ist es nicht. Deswegen denke ich mir immer, also ich finde zum Beispiel ganz interessant, wenn man über Asyl spricht, dass man darüber so wenig spricht. Und wie soll man auch beweisen, dass man aufgrund seiner Sexualität verfolgt wurde? Das soll mir mal Horst Seehofer erklären. Deswegen bin ich total glücklich, wenn in so Mainstream-Filmen da so ein Porträt entsteht und bin umso unglücklicher, wenn das von KritikerInnen zerrissen wird. Also nicht die deswegen. Beziehung, sondern der Film. Und ich bin super gespannt, weil ich habe so eine kleine These, warum der Film nicht so gut ankommt. Ich lese gerade ein Buch über Frauenliteratur, wo auch über Kritik an Frauenromanen gesprochen wird. Und ich glaube,
Ich habe da so eine Vermutung. Aber ich lasse mich gerne heute Nachmittag vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht ist es auch einfach ein schlechter Film. Mal sehen. Mal sehen, mal Hast du noch sehen. was zum Thema zu sagen, außer dass Na? du mir zustimmst? Da stimme ich dir vollkommen zu bei dieser Sache. Gut. Das war unser kleiner politischer Input am Anfang des Podcasts. Haben wir letzte Woche haben wir auch schon mit sowas filmbezogenen, aber nicht inhaltlich filmbezogenem angefangen. Und deswegen gibt es für unsere erste Film-News große News, Big Thing, und Tom darf berichten, weil ich das Gefühl habe, also ich bin ja eigentlich hier eher der Weihnachtsfan und du bist ja eher der Grinch und trotzdem schmuggelst du mir hier so eine Nachricht rein. Ja, Erzähl und doch mal, zwar, es Tom. geht um 8-Bit-Christmas. Und wer damals schon in den 90ern Versprochen ist Versprochen geguckt hat mit Arnold Schwarzenegger, der weiß, was es heißt, ein Weihnachtsgeschenk an Weihnachten zu besorgen. Und dieser Film hat das für mich so ein bisschen aufgerührt. Und ich meine, NES wollte ich auch damals als Kind haben mit den tollen Spielen, die da alle mitkamen. Das war schon geiler Scheiß. Und ja, dieser Film ist mit Neil Patrick Harris, der das Ganze Erwachsener erzählt. als Erzähler erzählt, genau, und dann soll er seiner Tochter an Weihnachten halt eine NES besorgen, und das stellt sich natürlich viel schwieriger raus als gedacht, und dann gibt es dann natürlich einige lustige Dinge, die da passieren, und Ungrateful Kids und so weiter und so fort, und ich finde, das ist halt, geht halt in diese Versprochen-Versprochen-Richtung, und das war halt damals ziemlich lustig als Kind. Und ja, ich werde es mal angucken. Sieht lustig aus. Kommt auf HBO Max, dann wahrscheinlich auch auf Sky, wenn das alles so ist. Und ja, am 24. November kommt es raus. Wann es in Deutschland ist, weiß ich leider nicht, aber hat auch einen ganz guten Cast dabei. Steve Zahn ist noch dabei, David Cross, June Raphael und Winslow Fegley. Und ja, ist genau mein Ding. Kann man sich gucken. Das will ich mir angucken, weihnachtstechnisch. Landet dann bestimmt auch wieder in deiner Watch. Wir werden sehen. Wir werden um Zeit um den 24. November. Also bei dem nächsten Podcast. Oder? Doch, doch, wäre dann vielleicht eine Nope, Empfehlung. nächster ist 21., mein Lieber. Okay, Übernächster Podcast. Müsst ihr warten, ob Tom euch 8-Bit Christmas empfehlen wird. ja. Next News is sort of exciting. Ich bin ja erst vor kurzem unter die Musical, na, ich sag mal, Schauenden gegangen. Liebhaberinnen, soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Lin-Manuel Miranda war Einstiegs, auch nicht Droge, sondern wir sagen Hilfe. Und ja, Wicked kommt endlich in die Kinos. Wicked ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten Musicals ever. Es geht um die Backstories von den Hexen aus Der Zauberer von Oz. Und die beiden Haupthexen, Glinda und Elphalba, die schöne Blonde und die Grüne, die wurden Blonde, die jetzt Grüne. besetzt. Ja, aber da kann man es nicht beschreiben. So, die Ja, Blonde und die ja. Grüne. Und War zwar doch gerade. Ariana Grande und Cynthia Erivo werden diese beiden Frauen verkörpern. Ariana Grande muss ich, glaube ich, tatsächlich nicht erklären. Cynthia Erivo vielleicht schon. Die kennt ihr zum Beispiel aus Harriet. Oder Bad Times at the El Royale, ein Oder wirklich toller Film. spielt Oder sie auch Aretha eben Franklin, oder? In irgendeinem? In dem. Ich glaube, in dem neuen. in der Ja. Serie, nicht in der Oder neuen. Die in neuen, das sind Respect? Nee, in irgendwo ist Respect Jen ist es Jennifer Hudson, ne? Hudson. Ja. Ja. Genau, und sie hat aber auch eben schon ganz viel Musical-Erfahrung, und zwar in Die Farbe Lila. Also auch Tony für gewonnen, die höchste Auszeichnung, die es im Musical-Business gibt, und so weiter und so fort. Ariana Grande macht demnächst so filmtechnisch ihren Einstieg, ich weiß gar nicht, ob es ihr Debüt ist, in Don't Look Up mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, auf dem ich mich auch sehr freue. Das heißt, da ist richtig viel los, und der Film wird auch Regie geführt von John M. Chu, der In the Heights gemacht hat, was ja die Musical-Fans unter euch, glaube ich, sehr, sehr gut fanden. Ich fand's auch super. Du Ich bist ja fand's. auch ein halber Musical-Fan, würde ich Nee, fast nee, nee, sagen, eigentlich oder? nicht. Eigentlich bin ich nicht so ein großer Fan. Ja. Aber ich mag halt den Style, den Lin-Manuel Miranda an den Tag legt. Deswegen bin ich da eigentlich ganz von gefasst. Aber ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist jetzt hier. Ich mag einfach Zauberer von Oz. Ich mag, das ist eine gute Lore so, und ich finde es immer interessant, ja, Bösewichten Background zu geben. Und ich würde schon einen Grund geben, warum Wicked so ein beliebtes Musical ist. Ja, stimmt schon. Aber Zauber von Ost ist schon Classic halt, ne? Genau, aber es ist ja, geht ja im Prinzip ein bisschen davon weg, indem man eben The Wicked
which of the East, West, Ding Dong, which Ja. is that? Ja, eben ein bisschen mehr gibt als nur sterben unter einem Haus. Well, gut. Also, ich bin ehrlich gesagt schon auch ein bisschen gespannt. Einfach nur, weil es ist gerade genau die Zeit für diese Art von Filme und die Besetzung ist ja cool so bisher. Und letztendlich, Ariana Grande durfte ja jetzt nicht Ariel spielen, jetzt hat sie eine andere große Rolle gescored. Ja, Ariana Grande ist ja auch ein bisschen fragwürdig. Ja, definitiv. Darum gibt es ja auch noch Cynthia Erivo. So ist es. Gut, dann gehen wir mal weiter. Unsere nächste News. Wir gehen in den Comic-Bereich wieder zurück. Und zwar die Graphic Novel The Inkle von Alejandro Jodorowsky und Möbius. Der richtige Möbius, nicht Morbius. Also wir später davon haben. Die haben diese Graphic Novel gemacht und das ist so ein Sci-Fi-Classic, kann man sagen. Und diese wird jetzt oder soll jetzt neu verfilmt werden mit Taika Waititi an Bord. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, der Stil der Graphic Novel geht schon in diese Richtung und ich glaube, Taika kann das ganz gut verkörpern. Jedenfalls besser, als er geschauspielert hat in Free Guy. Also, das tut mir leid, das ist immer noch so schlecht. Ich komme darüber nicht hinweg. Ich hatte das ein zweites Mal auf Deutsch geschaut, das war gefühlt noch schlimmer. Auf Deutsch? Ja, Was? ich war mal bei meiner Schwester und da werden Filme Also. nur auf Deutsch geschaut. Okay. No shades, no shades. No shades, no shades, nur Ja, aufgesetzt. ich habe das so ein bisschen, also ich tatsächlich, Inkle, ich kannte es vorher nicht, interessanterweise. Ist irgendwie, manchmal gehen Dinge auch an mir vorbei, habe ich irgendwie ein bisschen kurz mir den Stil angeschaut und dann dachte ich mir, oh, ja, kein Wunder, ist halt nicht mein Comic-Stil. Und ich finde, gerade bei Comics ist es ja ganz oft, es ist fast egal schon, wie gut die Story ist, wenn der Stil nicht zu dir passt, ist es schwer zu lesen. Oh. Wow, Also Sun is blood. sieht gut aus, bleib so. Man sieht jetzt nur noch das Licht und Aber das so Licht. draußen ist so Wahnsinn und meine Fenster sind so schmutzig, es kaum Du warst jetzt auszuhalten. gerade, es wurde gerade alles dunkel, bis auf so, wo das Licht hingeschienen ist bei dir. Das Abgefahren. sah sehr, sehr gut aus. Sah sehr artistisch Special aus. Effects hier. Apropos artistisch, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und ich muss noch kurz was zu Ja, The erzähl. Inkle sagen. Und zwar, der Autor davon, Alejandro Jodorowsky, hat ursprünglich in den 60 Ja, in den 60er Jahren eine Dune-Adaption geplant. Und diese Dune-Adaption Ja. klingt wahnsinnig. Und zwar Aber war die Idee willst du die jetzt noch davon, loswerden? Also das ist ja ich will nur schon. kurz zwei Sätze dazu sagen. Kannst du das vorher noch nicht? Nein, Ach so, okay. deswegen. Und ich gehe einfach davon aus, dass irgendwie 40% der Zuhörenden das auch nicht kannten. Also die Idee von dieser Dune-Adaption ist, dass es nur eine einzige sprechende Rolle gibt, nämlich die vom Emperor, Kaiser. Und dieser soll gespielt werden von Salvador Dali, der aber gesagt hat, er macht das nur für absurde Summen, nämlich 100.000 Dollar die Stunde, was damals noch ein bisschen mehr Geld war als jetzt. Und was sonst noch so besetzt war, war nämlich Orson Welles als Wladimir Harkonnen, der aber gesagt hat, er kommt nur, wenn die ganze Zeit ein Koch dabei ist, der ihm seine Lieblingsmahlzeiten servieren wird und die Musik sollte von Pink Floyd sein. Also, dieses Ding ist nie entstanden, aber allein die Da Vorstellung gibt davon es ganz viele ist Dokumentationen so drüber. Also da kann man absurd. sich angucken. Ist Ich großartig. muss mich damit beschäftigen, weil ich finde einfach die Ideen, die da jetzt gerade so präsentiert werden, so, klingt einfach mega interessant. Und das nur als Background für den Autor, der hier The Inkle gemacht hat. Und ihr merkt so, da ist so ein bisschen Hybris, Wickedness, Charm, alles drin. Also Dinge, die Taika Waititi einfach verdammt gut kann Aber als guck mal, ich Regisseur. meine, ne, die Sachen da zusammen, also die ganzen Leute, die jetzt da zusammenkommen, also bei den 60ern halt, ist ja Ja. quasi wie Avengers, ne? Also hast du krasse große Namen. Das. Genau, aber es ist noch was anderes, weil Salvador Dalí ist ja nicht mit Robert Downey Ja. Jr. vergleichbar. So, und Pink Floyd ist einfach Exzentrisch. auch nochmal eine ganz andere Nummer und Orson Welles, ja. Also, ich finde, es ist einfach nochmal, Stell dir mal das ist vor, so übrigens, die Anti-Streamline. Salvador Dali spielt Iron Man. Ja, aber das kann man sich genauso gut vorstellen wie Ben Kingsley, der The Mandarin spielt. Ja, ich meine, aber damals? Nein, das ist irre. Ich finde das einfach nur irre. Ich wirklich, das ist einer meiner Lieblings-Fun-Facts ab sofort, wenn wir über Dune sprechen. Ah, okay, gut. Damals, die eine Dune-Sache, die nicht. Und so weiter werde ich dann immer sagen. Ja, Über ein. guck dir die Doku an, die ist echt gut. I will. Ich werde danach suchen und ich werde es finden und dann werde ich mich freuen.
So, das würde ich sagen. Und nochmal ganz kurz zu Inkle zurück. Ich muss sagen, das geht ja auch so ein bisschen um ein John D. Fool heißt der, und kommt so eine Gruppe von Menschen zusammen, die dann in das Universum hinausreisen müssen und It's dort going to das be a retten müssen. space opera. Genau, Eines also der so ein besten bisschen Genres der Welt, Space so ein, Opera. also ich, das ist ja zwar keine Space Opera, aber ich finde Cowboy Bebop-mäßig hört sich's an. Was auch ein Space Opera ist, by the way. Ist das, fällt das darunter? Okay, na dann lass mich's gerne. Ich bin ja echt gespannt auf die Serie, die kommt ja nächste Woche. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr, ich Der habe ein Gefühl, Trailer war dass es super. total gut wird. Also einfach richtig gute Unterhaltung. Ich glaube auch. Gut, unser nächster Film, auch gute Unterhaltung, was meinst du? Ich bin ein bisschen unentschlossen, ehrlich gesagt. Es geht um Swan Song. Und zwar haben wir euch den Trailer mitgebracht. Mahershala Ali in der Hauptrolle, in Nebenrollen Naomi Harris und Glenn Close. Und zwar wird dieser Film auf Apple TV am 17. Dezember zu sehen sein, aber auch in den Kinos, vielleicht nicht in Deutschland, wer weiß. Und der Name, also der Titel des Films Swan Song, verweist auf, ja, auf eine Liedertradition, die man eben singt, wenn man stirbt. Und genau diese Idee erkundet der Film damit, dass wir das Ganze aber in Science Fiction packen. Das heißt, die Figur, von der Mahershala Ali gespielt wird, stirbt, hat eine liebe, süße Familie, die auch ganz viel im Trailer gezeigt wird. Und er kriegt aber die Möglichkeit, ja, eine Kopie von sich herzustellen mit seinen Erinnerungen, mit seinen Erlebnissen. Also scheinbar er, nur nicht sterbend. Nun macht aber der Trailer schon den großen Konflikt auf, indem seine Kopien anschreibt mit den Worten "You are not me." Und ja, who knows? Also mehr verrät der Trailer erstmal nicht. Das Ganze sieht super, super, super schön aus, so vom Gefühl her wie die Ex Machina, fand ich. Von der Optik, vom Set-Design. Und ja, ich finde eigentlich diese Science-Fiction- Filme, die sich mit dieser Idee von Kopien beschäftigen, zum Beispiel auch Gattaca oder sowas, daran hat es mich auch zum Beispiel erinnert, finde ich immer ganz spannend. Auch weil da halt so schwere Themen wie Identität, Seele und so weiter behandelt werden. Und deswegen, ja, mal sehen. Trailer war mir ein bisschen zu emotional. Ja, okay. Ja, na, weil ich finde, also, ja, auch weil das für mich so geclasht ist mit diesem clean Set-Design. Und dann halt immer, ich meine, manchmal finde ich auch diese Frauen-Männer-Liebesgeschichten, die so gezeigt werden, finde ich immer ein bisschen drüber, so. I'll take it. I'll take it. Ja, Ja, aber ich. guckt euch den Trailer an, macht euch selber ein Bild und wir lassen mal Julia in ihrem Zweifel, ob sie diesen Film gut findet oder nicht. Und Ich werde ihn gegenüber, schauen, mein Lieber. Ich werde ihn definitiv schauen. Daran besteht jetzt kein sagte Zweifel. sie jetzt und guckte nochmal Booksmart. Also, wenn man hier einen Film doppelt und dreifach gucken kann, ja, dann ja wohl Booksmart. The best movies ever made about young women. Okay, moving on to The Boondock Saints. Was ganz anderes. Das hat nichts mit den Boondocks zu tun, Kein mit der Film über junge Frauen tollen von animierten Frauen. Serie, sondern es ist der Klassiker von 1999, wo es den ersten Teil gab und dann 2009, glaube ich, den zweiten und ja, jetzt soll endlich der dritte Teil rauskommen, weil es weiß keiner, wie es weitergeht mit den beiden Norman Reedus und Sean Patrick Flannery, die quasi zwei Killer spielen in dieser Serie, die so ein bisschen so nichts zu tun haben und es ist halt ein super Actionfilm aus den 90ern. Das war damals, ich habe es hart gefeiert als Teenager und das war großartig. Norman Reedus kennt ihr ja von Walking Dead und Sean Patrick Flannery kennt man, woher könnte man den kennen? Ich überlege gerade. Der hat so viele, also viele so B-Movies gemacht, könnte man sagen. Also ich glaube, mir fällt gerade nichts ein. Zum Beispiel Boondock Saints. Nee, so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich überlege gerade, was man kennen könnte. Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Aber man kennt ihn, glaube ich, vom Ja. Sehen her, den hat man schon mal in diesen Nebenrollen gesehen irgendwo. Aber jedenfalls, ja, da soll der dritte Teil rauskommen, weil im zweiten Teil weiß man ja nicht so genau, was mit den beiden passiert. Und seit 2014 wollte der Regisseur Troy Duffy da schon weitermachen. Aber hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben und jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt muss man nur noch gucken, wie es halt, ach genau, der Sean Perry Flannery ist bei The Boys. Daher kennt man ihn.
Der Serie, ne? Tom! Hä? Weiter Was denn? geht's. Achso, okay, was denn? Hallo? Man hat einfach gemerkt, dass du nebenbei noch suchst. Ja, genau. Genau, und ja, Walking Dead muss ja auch noch da irgendwie reinpassen. Und ja, jedenfalls wird es da dann mit Action ordentlich weitergehen im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, wenn das Drehen dann endlich anfängt. Aber es sei sicher, es gibt den dritten Teil und alle, die nachgefragt haben, wie es endlich weitergeht und bitte macht so den Film weiter, haben jetzt ihre Chance, den Film weiterzumachen. Whoever, that, noch nie hat jemand mit mir über die ersten zwei Teile der Boondock Saints Ja, gesprochen. ist genau auch dein Film, würdest du auf jeden Fall gucken. Auch 1999 hättest du das schon geguckt. Ja, Nee. well. Well. Apropos sinnloses Action als Genre. Nein, so fies will ich jetzt wirklich nicht sein. Also, es kommt ein Weihnachtsfilm der anderen Art raus. Fühlt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es hat nichts damit zu tun, aber es macht natürlich sofort diese Assoziationen auf. Der Titel des Filmes heißt nämlich Silent Night. Nur, dass in diesem Film weder gesungen wird noch gesprochen. Das Deswegen ist Silent zumindest Night. die Grundidee. Also ein Da. Actionfilm über Revenge, weil worüber sonst? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch mal so derbste Rachegefühle und ich muss raus in die Welt und Leute töten. Das ist like, deep in mir drin. Halt nein, so. Aber darüber kann man viele Filme machen. Es kommt ein neuer Film raus mit John Woo und Joel Kinnaman aus Suicide Squad und auch noch ganz vielen anderen Personen, die zum Beispiel gerade so also in John Wick beteiligt gewesen sind. Ja, und ich, wie gesagt, ich Also finde die die Idee, Producer. genau, aber ich habe ja gesagt, beteiligt gewesen sind. Ja, deswegen wollte ich nochmal, was beteiligt hätte da vieles heißen können. Warum ich jetzt diese News sozusagen nicht völlig banal finde, meine Lieben, ist, weil ich finde ja tatsächlich, dass Dialoge in Actionfilmen in der Regel Nicht notwendig sind? egal sind, nicht notwendig sind. Keiner geht in einen Actionfilm, weil er eine Shakespeare-Erfahrung machen möchte, sondern er geht da rein, weil er gut choreografierte Action sehen wollte. Und die Idee zu sagen, okay, wir wissen, was ihr wollt, und wir streichen den ganzen anderen Kram und dann setzen den vielleicht, ich meine, es gibt ja im Film viele narrative Stilmittel außer Dialog, Stichwort Licht, Kamera, Musik. Ja, finde ich erstmal spannend. Ich werde mir den Film wahrscheinlich Nicht angucken. nicht anschauen. Ich erzähle dir dann, wie es war. Aber ich werde auf alle Fälle den Trailer schauen, wenn er denn da ist, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sowas funktionieren kann. Obwohl man da wahrscheinlich dann tatsächlich ein Voice-Over kriegt oder so. Was ich schade finde, weil ein Trailer ohne Worte wäre angemessen. Wird es aber nicht sein. Wieso? Und ich bin Wieso auch nicht? gespannt, Kannst du das so ob sie diese einblenden? Idee Bam. tatsächlich durchziehen. Weißt du, wirklich 90 Minuten Film ohne Dialog. Ja. Also könnte auch heißen, dass der Hauptdarsteller, also Joe Kinnaman, nichts sagt. That would be so. We'll see, we'll see. Aber also anscheinend so. Und ich meine, man muss erwähnen, John Woo ist wieder zurück im Action-Kino in Amerika, weil lange war er nicht da. Und ja, John Woo, großer 90er Action-Film-Hollywood-Macher. Ich war excited. Go. So, TV-News sind jetzt am Start und da gibt es mal wieder um Buch. Julia, erzähl doch mal. Hast du gelesen? Hast Nein, du. nicht gelesen. Ich habe von Tom Wolfe gar nichts gelesen. Auch Okay, nicht viel warum? Gefeuer der Are you Eitelkeiten oder hating? sowas. No, nö. Hat mich einfach, glaube ich, nie interessiert. Der Mann ist halt einer, der schreibt über so 80er-Jahre-Kapitalismus 600 Seiten Bücher. Da muss man sich schon mal überlegen, ob das Leben lang genug ist für sowas, finde ich. Aber, und jetzt kommen wir nämlich zu meinem Aber. Und Aber. zwar, die News bringen wir euch, weil Regina King, über die wir später noch berichten werden, wie toll sie ist und wie lieb wir sie haben und wie großartig diese Person ist, wird sich wieder auf den Regiestuhl setzen. Das letzte Mal, oder das letzte und erste Mal in One Night in Miami, die Verfilmung eines Theaterstücks, das Tom gut fand und ich mittelmäßig. Und jetzt macht sie eine sechsteilige Miniserie für Netflix über den Roman The Man in Full, eben von Tom Wolfe, in dem es genau um das geht, was ich sage, nämlich Dismantling Capitalism, was ich erstmal ganz gut finde. Also wir werden verschiedene Charaktere kennenlernen, die Geld machen wollen. Natürlich sind die 80er und zwar aus ja, der Bankruptcy, dem Bankrott eines Immobilienbesitzer. Großgrundstücksbesitzer, Immobilienbesitzers, genau. Großgrundstückbesitzer, schon richtig kommunistische Worte in meinem Das Mund hört sich, hier. finde ich, hört sich auch so ein bisschen sklavereimäßiger, so ein Großgrundstücksbesitzer, so ein Landgraf. Kapitalismus ist eine moderne Form der Sklaverei. Das ist wohl so, aber auch andere Sachen.
zu dem wir später Genau, kommen. und zusammen mit Regina King macht das Ganze David E. Kelley, der für diese großen Buchverfilmungen der letzten Jahre verantwortlich war. Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, The Undoing. Übrigens alles die gleiche Autorin, Leanne Moriarty. Die mag er offensichtlich ganz gerne. Die Und es mag waren er. alles mehr oder weniger Hits. So. Ja. Und deswegen ist das Ganze doch extrem erfolgsversprechend. Und Miniserien bin ich ja eh ein Riesenfan von. Ja, genau. Das 600 Seiten, 100 Seiten pro Folge ist doch gut. Dann finde brauchst du ich nicht mehr mega. lesen. Finde ich es bei Foundation auch so richtig gut einfach. Dieses, also wirklich dieses riesen Romanding eingedampft in knackige kleine Folgen mit Frauenfiguren. Gibt es nämlich im Roman nicht, kann ich immer noch mal So. sagen. Weiter geht's mit bisschen Sport. Julia behauptet ja immer, dass sie auf jeden Fall viel mit Basketball am Hut hat. Das muss erst noch Hatte. bewiesen werden. Am Hut hatte. Ich würde das auch schon in die Vergangenheitsform packen, so ist es nicht. Okay. Jedenfalls geht es um die neue Magic Johnson-Doku-Serie, die jetzt von Apple TV greenlightet wurde. Und dreht sich um das Leben und da geht es um seine NBA-Karriere und was er jetzt halt nach der NBA-Karriere macht, ne? War ja Lakers Owner, General Manager und hat dann halt, hat ja auch viele Charities am Laufen und macht halt viel und ja, seine Krankheit, die da auch wahrscheinlich in den Mittelpunkt gerückt wird, weil das ja seine Karriere als Basketballer schon beeinflusst hat. Und interessant ist dabei, dass Rick Famuyiwa, den wir von Dope kennen oder auch von Mandalorian-Episoden, der arbeitet da dran und ja, an Dirk Westerveld auch, der zum Beispiel auch an Black Panther gearbeitet hat. Also wird das wahrscheinlich sehr hochwertig und könnte natürlich in so eine Richtung gehen wie The Last Dance. Bin ich gespannt, wie was da gezeigt wird und wie das gezeigt wird, weil es ist schon sehr Michael Jordan-esque Doku-mäßig, was wir schon gesehen haben und kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ja, aber das Spannende ist ja, finde ich, dass Magic Johnson jetzt als Person ganz anders als Michael Jordan ist, weil Das ist richtig, Magic ja. Johnson ist halt einer, der sozusagen, ja, der jetzt seinen Ruhm benutzt hat, um Gutes zu tun. Und Michael Jordan siehst du halt, wie er raucht, Zigarre raucht und Whisky trinkt und seine Geschichte erzählt. Das ist ja schon irgendwie ein unterschiedlicher Frame, deswegen spannend. Ja, aber ich meine, das soll ja auch die Person zeigen, oder nicht? Weil ich meine, das wäre, wenn Michael Jordan nicht Zigarre rauchen würde und Whisky trinken würde, wäre das nicht Michael Jordan. Weil hat er ja schon immer gemacht. Definitiv, definitiv. Ja, weiter geht's mit Ansonsten, einer ja. Superserie, auf die ich richtig Bock habe. Und zwar 29. Dezember kommt es raus. The Book Ja, of Boba Fett. it's a close one. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was, Julia. Worauf freuen wir uns denn bei diesem tollen Trailer, den ihr jetzt in den Shownotes habt? The Book of Boba Fett wird nicht Mandalorian 3. Das hat Jon Favreau nochmal ganz klargestellt, sondern es wird eine eigenständige Spin-off-Serie von eurem Zweitlieblings-Mandalorian. Und ja, wir haben euch nochmal einen Trailer mitgebracht und diesen Trailer finde ich extrem spannend. Und zwar sehen wir Boba Fett, wie er die Vorherrschaft auf Tatooine, korrekt? Tatooine, Ja, Bei der also Jabba's, ehemals Jabba's wohnt er jetzt bei Hood. Jabba's Palast. Darf ich nochmal? Jetzt hast du meinen Witz versaut. Entschuldigung, was hast du gesagt? Jabba's Bo? Ehemals Jabba's Hood. Ach so. Ist nicht der beste Witz, den ich je gerissen habe in diesem Tschüss, Podcast, tschüss, aber tschüss, ist nah dran, tschüss, muss man sagen. Jedenfalls dort sozusagen die Macht ergreift und wir sehen ihn am Verhandlungstisch mit den ehemaligen Regierenden Jabbas und ich finde, das Der Ganze Unterwelt, gibt einem der so, Unterwelt. es gibt einem so Polit-Thriller-Vibes, so House of Cards, Borgen, das waren so Game of meine Thrones. Assoziationen. Nein. Und Aber das, guck ich, nee, mal, ich es ist finde, ein aber ich finde, es ist ja Throne. eher, ja, na Hallo? klar, aber ich habe immer, es fühlte sich eher an eher wie diese modernen Politserien. Okay. So. Und das finde ich eigentlich total spannend. Kriegen wir mit The Book of Boba Fett die erste Star Wars Politserie? Ja. Der heißt übrigens Wäre Boba, super nicht spannend. Boba, ja? Ach, weißt du, ich habe Sorry. dich vorhin auch nicht korrigiert, als du die einzige Frau unterschlagen hast bei der Magic Johnson Doku. Die einzige Frau, welche denn? Welche habe ich wieder schlagen? Rachel Morrison. Ach so, Entschuldigung. Yes, Die habe ich never erwähnt, aber mind. für Black Panther. Ich habe aber, sorry, Genau, aber den hast ich du habe mich der verlesen. Westerwelt zugeschrieben, der Ja, eigentlich bei Ford sorry. versus Dann Ferrari hättest du auch war. sagen können, hättest du auch machen können. Nein, weil manchmal kann man auch seinem Partner, seiner Partnerin Fehler durchgehen Ja, aber es lassen. ist Boba. Also mein Hund, du weißt, wie mein Hund heißt. Du Ich habe schon weißt. mal Boba genannt. Ja, falsch.
Ist ja kein Doppel-B da. Du bist ein Deutscher, du weißt doch, wie es funktioniert mit den Lauten. Ja, falsch. Aber so. um nochmal darauf zurückzukommen. Also, es ist im Prinzip super, super spannend, wird diese Serie. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt genau in dem ganzen Universum einbettet, wie sie die Figuren entwickelt und ob wir wirklich, also welche Art von Plot wir kriegen. Ich hoffe wirklich sehr auf eine Polizeiserie. Naja, wie politisch halt so sein kann, wenn man Bounty Hunter die Macht übernimmt, ne? Muss ja trotzdem Intrigen, Kooperationen anbieten. Ja, aber er ist halt der Krasseste und dann kommen alle und dann piu, 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 piu. Also wenn wirklich, also wenn die Serie ist, er ist der Krasseste und das muss er beweisen, dann ist es ja jetzt schon lame. Ja, aber das wird ja so ähnlich schon sein, denn es ist schon lame. Aber ich bin gespannt, was mit Aura Singh passiert, die man ja sieht, dass sie, glaube ich, von Jennifer Beals gespielt wird in der Serie. Das fand ich sehr interessant, weil die hatte ja mit Boba was zu tun in Clone Wars. Und wie andere Charaktere da wieder auftauchen, die wir aus Clone Wars kennen. Aus der also Fanservice oder was? Nee, aber die Charaktere gehören ja zusammen. Also genauso wie Cad Bane. Ich hoffe, Cad Bane tritt da auf. Also das wäre mir schon wichtig. Ihr seht, Serious Nerd Alert hier bei Podcast. Und darum schweifen wir schnell zur letzten Fernsehnews. It is a three-body problem. Ja. Dein Body, mein Body und das, der Book Body? Der Zuhörenden Body. Oh, okay. I'll take that. Was ist denn das Problem? Erzähl doch mal. Ey, ohne Scheiß, ich habe das Buch zu einem Drittel gelesen. Three Body Problem ist einer der größte. Genau, also das ist ja sozusagen so drei Teile, oder? Genau. Die größte chinesische Science-Fiction-Saga ever, geschrieben von Lu Jijin. Und ich glaube, Obama liebt und so weiter. Mein Vater war zufrieden. Obama, mein Vater, so meine männlichen Referenzpunkte. Und das Ganze kommt jetzt aber auf Netflix, wird verfilmt. Benedict Wong in der Hauptrolle. Noch wahnsinnig viele andere Leute mit am Start, zum Beispiel Jovan Adepo aus Watchmen, John Bradley aus Game of Thrones, Cai Jin aus Shang-Chi, Liam Cunningham und so weiter und so fort. Es ist eine ganz lange Liste an Menschen, weil von dem ich mich ganz interessiert, also was ich spannend finde, nicht alle davon sind obviously Asian American oder Asian. Obwohl das ja, also die gesamte Story spielt mehr oder weniger in China. Und natürlich kann man, es ist richtig kompliziert auch zu erklären, worum es in dem Buch geht. Es geht im Prinzip um das kommunistische China, aber auch gleichzeitig um irgendeine Zukunfts-Gaming-Fantasy-Sache. Okay. Es ist wirklich hart zu erklären. Also ich glaube, alles, was man wissen muss, es ist einfach, es ist Science-Fiction-Kanon und unlesbar. Unlesbar. Hast du es auf Chinesisch gelesen? Nein, ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich fand es richtig, richtig boring. Wie ich ganz oft Science-Fiction-Klassiker boring finde. Also bist du dabei excited, dass da eine Serie draus gemacht wird oder nicht? Weil der Mehrwert, den Fernsehen hat, ist, dass er gelegentlich Narrative strafft, dass er Dinge, die möglicherweise langweilig als beschriebene, ewig seitenlang beschriebene Landschaft mit einer Kamerafahrt erfassen kann. Also so. Tolkien? Machst du gerade Tolkien an von der Seite? Oder Umberto Eco zum Beispiel. Wie heißt das? Namen der Rose? Ja. In Namen der Rose gibt es ohne Scheiß eine 15-seitige Beschreibung einer Tür. 15 Seiten? Hey, gotta nerd out when you can, würde ich sagen. Das ist schon ganz schön ignorant den eigenen Lesern gegenüber, finde ich immer. Verlieren. Ist okay. Also, wenn du das willst, dann wer Maler. Skip it. Ja. Well. Was wir nicht skippen für euch sind die Headlines. Piu, 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 piu. Das ist mir anzingend. Erste Headline ist der Righteous Gemstones, zweite Staffel der Season Trailers raus, kommt am 9. Januar auf HBO, dann wahrscheinlich auch auf Sky Ticket zu haben. Guckt euch den Trailer an, ich fand die erste Staffel richtig gut. Dings ist drin, wie heißt er? Ich wollte gerade John Candy sagen, aber John Goodman. Adam Levine, die andere weiß ich leider gar nicht, die Schauspielerin weiß ich nicht, aber die kennt man auch aus allen Serien, wo hier... Oh, ich komme mal nicht auf seinen Namen, auf den Hauptdarsteller. Ist egal. Danny McBride spielt, den kennt man ja auch. Also super lustig. Das Thema ist geil gemacht und schön überzogen. Herrlich witzig.
Außerdem gibt es einen neuen Teaser für die Hawkeye-Serie, die jetzt immer mehr Trailer released. Das heißt, wir kriegen auch da weihnachtlichen Spaß ab 24. November auf Disney Plus. Und im letzten Teaser sehen wir, wie Hailee Steinfelds Charakter Kate Bishop behauptet, sie sei doch der beste Bogenschütze oder die beste Bogenschützin in dem Falle ever given. Und so ein bisschen auf dieses Superhelden-Klischee aufspringt, sich lustig macht, sich freut. Ich freue mich jedenfalls sehr. Ich fand immer, Hawkeye ist der am wenigsten liebenswürdigste Charakter aus dem Marvel-Universum. Und Hailee Steinfeld ist eine so fantastische Person. Das kann dieser Figur nur gut tun. Lady Dieses Hawkeye. Team-Up. Es war großartig. Also die Comics waren großartig. Wenn das allein in die Richtung geht, dann ist alles perfekt. 24. November auf Disney Plus die ersten beiden Episoden. Checkt's aus. Auch auf Disney Plus ein Trailer zu Ciao Alberto, zu dem Film, den Julia richtig scheiße fand. Oh. Nicht richtig scheiße, Ja, nur ist einfach okay. nicht für mich geeignet. Ja. Für mich war es geeignet, deswegen empfehle ich auch diesen Short für Ciao Alberto am 24. November auf Disney Plus auch zu. Entschuldigung, 24. Doch, nee, Entschuldigung, 12. Zwölfter. November. 12. Also am Ende der Woche dann, am Freitag, auch da zu sehen. Ich glaube, es lohnt sich reinzugucken. Wenn die Grummelkatze wieder dabei ist, freue ich mich. Ist sie, glaube ich, bestimmt. Außerdem gibt es einen 3-Minuten-Trailer für die neueste Erweiterung zum Marvel Universe und Jared Letos neue, Maske. All over change, the man of the many faces. Chameleon. Morbius, ja, wieder Arzt, der Morbius sozusagen, Crohn, ja. ja, am Sterben ist und sich dann, ja, neue Fähigkeiten aneignet auf eine magische Art und Weise und dann irgendwo gefangen ist zwischen very Superheld und very Villain, vampiresk Ja, sich kommt durchs aus dem Leben schlagen muss. Spider-Man-Universum, hat da in den Comics angefangen, Amazing Spider-Man, relativ früh und ja, deswegen auch bei Sony unter Vertrag und gehört, glaube ich, auch wahrscheinlich in diesen Sinister Sinister. Six-Film am Ende, der wo es rein soll, aber muss nicht unbedingt. Ja. Ne? Also im Prinzip, ja, weiß nicht. Wie war es, nachdem du den Trailer gesehen hast, ganz kurz, Excitement-Level zwischen 1 und 5? Bei mir? Ich fand ja damals schon gut. Ich stehe auf Ne? Vampir-Stuff, also Trailer, nach vier. dem Trailer, nach dem Vier. Trailer. Vier. 4? Okay. Bei mir 3. Okay. Fair Also enough. das heißt, 3 bedeutet, vielleicht schaue ich, vielleicht schaue ich nicht. So ist es. So ist es. Gut, dann. Apropos, was ihr schauen sollt. Sag doch mal an dir, was sollen wir denn schauen? Also, was ihr auf jeden Fall schauen sollt, ist das, was wir gleich groß für euch reviewen: The Harder They Fall auf Netflix. Dazu wenigen Minuten mehr Informationen. Ansonsten sind wahnsinnig viele Dinge angelaufen, die ich noch nicht angeschaut habe, von denen ich aber in den nächsten 2 Wochen mir Zeit nehmen werde, da reinzugucken. Die dritte Staffel Dickinson ist angelaufen. Dann Früher als geplant. Die ersten drei Episoden. Infiltration auf Apple TV, diese andere Science-Fiction-Serie. Ammonite im Kino mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Bist du sicher, die heißt doch Invasion? Ich schwöre, die heißt Nein, Invasion. ich Heißt habe sie auf doch vorher Deutsch? eben Heißt sie nachgeschaut. auf Deutsch vielleicht Infiltration? I I don't don't know, ich know. habe bei Apple TV in der App geschaut. Warum sollten sie denn Invasion in Infiltration? Das ist Ja, doch weiß ich auch Quatsch. nicht. Ganz genau, also diese Dinge solltet ihr euch bitte unbedingt anschauen und dann, wenn ihr noch Zeit habt, macht doch mal ein Rewatch von Booksmart auf Amazon Prime. Oder auch nicht, Leute. Because it's one of the best movies im Achso, Genre siehst du? Ich habe mich nicht Grown-up-Comedy. geirrt. Übrigens, ich habe nachgeguckt gerade. Es gibt Infiltration und es gibt aber auch Invasion. So, aber ich meine schon Infiltration. Ja, okay. Invasion gibt es nämlich auch schon 5 Folgen, deswegen war ich jetzt so ein bisschen so hin. Ja. Genau, aber ich meine die Serie, über die wir berichtet haben, Miniserie mit Perspektivenwechsel, Samuel ist Ja, dabei und ja. so weiter und so fort. Genau. Ich erinnere Was mich auch sollen denn die wieder. Leute schauen, deiner Meinung nach? Ja, Big Mouth, neue Staffel, Season 5. Sollte man You laughed. weitergucken. You laughed. Bitte? Hast du gelacht? Ich habe noch nicht geguckt, aber ich Ach empfehle. so. Oh. Also, ich habe es noch nicht geschafft. Tut mir leid, ich Hast du habe andere Staffel 4 Sachen zu Ende geguckt. geschaut? Natürlich. Hä? Ja. Ist das für eine Frage? Item. Kann man Freitag raus, Oh, deswegen ich habe ich habe es auch noch geguckt. dieses Animal Beasts, was wir Adventure da. Beast oder wie es Oh, hieß? Ja, das ich musste fand ich das nicht so ausmachen gut. nach 15 Minuten. Ich Ja, fand fand ich es auch nicht so gut. schrecklich. War ich So auch ein bisschen schrecklich. enttäuscht.
wirklich schön. Aber jedenfalls, was Leute noch sehen sollten, und ist Borga, der deutsche Film mit einer sehr, also deutsch-afrikanische Film, könnte man sagen, also eine sehr afro-deutsche Perspektive, die wirklich sehr interessant ist. Und Contra, auch nochmal zu empfehlen, ich glaube, ich weiß letztes Mal, ob wir ihn empfohlen haben oder nicht, weil der hat ja auch ein sehr schönes Thema und sehr, manchmal ein bisschen platt, also was die Sprüche angeht und so, ne, was die Witze angeht, aber ich finde trotzdem, dass das in den Mittelpunkt gerückt wird, finde ich gut und dass man da ein bisschen drauf achtet. Jeder so gut, wie er kann, wa? Ja, ist okay, ist für die Masse, ist für die Masse, I'll take it. So, und dann noch für Empfehlungen, die kommen, damit ihr die vielleicht im Kino gucken könnt, damit sie nicht raus sind, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, ist meiner Meinung nach First Cow, der ja der bei mir sehr gut ankam, von A24, auch ein super Film. Dann könnt The Power of Mobi schauen. The Power of Dog, der kommt in die Kinos, aber dann natürlich auch auf Netflix. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Den können wir nächstes Mal theoretisch reviewen, wenn du möchtest. Wenn wir nicht Eternals besprechen, meinst du? Genau, da kann man beides machen, das weißt du doch. Ja. Und diese Power of Dog, ich muss immer wieder. The Power of Dog. Ja. Last Night in Soho ist auch noch eine weitere Empfehlung hier an dieser Stelle. Sehr, sehr gut gemachter Edgar Wright-Film. Sehr stylisch, sehr musikalisch, wie man es so kennt von ihm. Ja, und bevor ich vergesse noch zu sagen, check mal, ich packe das in die Shownotes auch, The Beach aus von A24. Das läuft auf der A24-Seite im Screening Room, nennt sich das. Da kann man per VPN Sachen gucken. Ich weiß nicht, ob das weltweit auch offen ist hier, weil das ist eine New Sensory Experience von A24, wo so ein Mann lebt auf einer Insel. Und ich fand der Cast, der Warwick Thornton heißt der Typ. Und der Cast ist Warwick Thornton, Three Chickens, A Dog and a Mud Crab. Und Breakout Role für a Mud Crab, habe ich ein Gefühl, so, dass das passieren könnte. Also nicht für Hunde, weil Hunde, gab es einfach schon wirklich gute Filme mit Hunden. So ist es. Und das ist eine super Überleitung für meine erste Mini-Review an dieser Stelle. Und zwar geht es um Finch. Finch ist ja der neue Film von Tom Hanks, der auf Apple am Freitag released wurde. Und ich muss ja sagen, overall, es geht erstmal um Tom Hanks, der Finch spielt. Und der lebt in einer postapokalyptischen Welt, wo die Ozonschicht weg ist und alles quasi nur noch mit Raumanzügen begangen werden kann, weil man sonst an Radiation und so weiter und so fort stirbt und verbrannt wird. Und der hat einen Hund, der auch die ganze Zeit nur drinnen ist und der läuft auch so auf so einem Laufband, damit er immer ein bisschen free roamt. Und man erfährt auch, wie er zu dem Hund kommt. Das ist auch sehr schön, will ich an dieser Stelle nicht spoilern. Und und der hat einen so einen Roboter, Dewey, der wahrscheinlich auch angelehnt ist an den Dewey und Louie von Silent Running, also die auch die Vorlage, also von dem 1972er Film, die auch die Vorlage waren für Star Wars, also für R2-D2. Und Lautlos im Weltraum heißt der Film übrigens auch auf Deutsch. Also wer das mal gucken möchte, kann man empfehlen, definitiv. Und dann hat er so eine Art Roboter, beziehungsweise lädt ihn mit Daten voll und der darf sich auch Namen aussuchen. Also es ist eine wirklich schöne Geschichte, die zeigt halt, die so ein bisschen zeigt, wie die neue Form von Humanismus sein könnte, sozusagen. Also dass Roboter oder beziehungsweise Roboter auch den Job machen können und das auch weiterleben können und trotzdem aber auch da Gefühle haben können, lernen können und so weiter und so fort. Und das ist wirklich sehr interessant gemacht. Ich muss sagen, overall die Story ist recht einfach, ist jetzt nichts Neues, was das Genre weitermacht, aber it hit me in the feels auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen geweint und es war schön und ich habe mich gefreut und es war echt auch witzig an manchen Stellen, wie der Roboter so dazulernt und Jeff nennt er sich auch, sehr lustig. Und ist sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Wie gesagt, ist nicht das neueste Konzept, aber ich glaube, für viele wird es ein wholesome, schöner Film sein. Ich finde übrigens aber viel Good Movies, die in einer postapokalyptischen, zerstörten Welt spielen, ist schon auch ein Genre für sich, das noch gar nicht so ausgereizt ist. Ja, aber storytechnisch, also das bringt jetzt nichts Neues. Also das ist alles, was wir schon mal vorher gehört haben. Ganz ehrlich, Daddy Hanks, ein Hund und ein Roboter, der Gefühle lernt, braucht doch gar nicht mehr zum Leben.
Dann brauchst du gar nicht mehr so. Also ich, wie gesagt, ich fand es auch sehr schön. Also wer sich was angucken möchte, was nicht so hart ist, was einen gut fühlen lässt, auch ein bisschen traurig, aber auch natürlich ist, dann guckt euch den Film an. Ist definitiv eine Empfehlung von mir und ich gebe an dieser Stelle 8 von 10 Punkten. Aber auch nur, weil es mich so getroffen hat. Aber das Könnte reicht ja nicht sein. manchmal schon. Ich finde, manchmal kann Ja. ein Film einfach richtig viele Punkte kriegen, weil er so, weil Ja, er, ja, genau. because it made your life better. Genau, wenn ich der objektiv wäre an dieser Stelle, dann wäre er nicht so gut, aber sonst macht das Du bist doch objektiv. Gefühle sind ja nicht nur subjektiv. Spaß. Ja, Wahrscheinlich geht es richtig, auch noch anderen richtig. Leuten wie dir, die diesen Film gucken und danach geht es denen ein bisschen besser. Vielleicht erinnern sie sich in 5 Jahren nicht mehr an diesen Film, aber ach, es ist Linderung und Linderung verdient nochmal 8 von 10 Punkten in dieser Welt. Okay, gut. Ich bin gespannt, wenn du den gesehen hast, ob du den auch gut fandest. Bestimmt. Glaube ich auch. Dann, was hast du mitgebracht wieder noch? Lower Decks Season 2 habe ich zu Ende geschaut und ich bin so ein Fan. Also in den letzten Jahren hat sich das Star Trek Universum ja ein bisschen erweitert. Wir haben Discovery bekommen, das nach und nach seinen Weg findet. Wir haben die erste Staffel Picard gefunden. Mixed feelings, lots of mixed feelings about this one. Und dann haben wir 2 Staffeln Lower Decks. Nicht die erste Animationsserie aus dem Star Trek-Universum und vielleicht auch nicht der erste Comedy-Moment. Hast du schon Prodigy geguckt hier? Die neue? Die kam jetzt raus, 2 Folgen. Aber stund, interrupt Ja, mich, ich habe auch noch nicht gesehen. Ich wollte nur nachgefragt haben. Lower Decks Season 2, finde ich, besticht einfach dadurch, dass ganz viele Dinge, die in der ersten Staffel entwickelt wurden, nämlich dieser Witz, eine neue Crew, dass wir eben die Lower Decks kennenlernen, ein Raumschiff aus der California Class, also diejenigen, die eben nicht die Hero Projects bekommen. Ja, einfach so ein neues Universum zu öffnen. Und in der Staffel 2, finde ich, wird das Ganze jetzt viel souveräner und dadurch noch lustiger. Die Charaktere sind jetzt gefestigt, man kennt die gut, man hat tatsächlich auch Lust auf diese Charaktere, denen zu folgen. Es gelingt alles. Und das Schöne an dieser Serie, und ich habe mal ein Zitat rausgesucht vom Writer Mike Mahan, der gesagt hat, er ist so ein Riesenfan von Star Trek, dass es ihm unfassbar wichtig war, dass er in der ja, dass er in Lower Decks lustig ist, wirklich, wirklich lustig, so lustig, ohne aber Star Trek in dem Sinne kaputt zu machen oder sich irgendwie gemein darüber zu äußern. Und ich finde diesen schmalen Grat zwischen sich lustig machen über Star Trek und gleichzeitig aber dem Ganzen seine Würde zu lassen und Fanservice zu leisten, das schafft Lower Decks so gut. Ich kenne wirklich keinen Star Trek-Fan, der das blöd findet. Alle finden das raving, auch weil ich einfach finde, dass die Dinge, die man an Star Trek liebt, die sind alle da und werden halt ergänzt durch richtig viel Humor. Deswegen eine Riesenempfehlung vor allen Dingen für Star Trek-Fans, finde ich, auch weil es wirklich viel Fanservice ist und viele Inside-Jokes und viele Easter Eggs. Aber vielleicht auch für Leute, die nie an Star Trek rangekommen sind und das nochmal probieren wollen, mit ein bisschen mehr Lachen. Wie würdest du die erste Staffel bewerten dann? Mal Die im erste Schnitt. Staffel hat mir schon gut gefallen. Das war so 7,5 von 10, 7. Und Okay. jetzt bin Nee. ich schon bei 9 von 10. Ah, cool. So. Also große Freude. Wir haben uns auch das immer so ein bisschen aufgehoben und waren sehr traurig, als wir jetzt fertig waren. Aber was für ein Cliffhanger. Ganz Star Trek-typisch gibt es einen wahnsinnigen Cliffhanger zwischen den Staffeln. Sehr gut. Hast du Ted Lasso eigentlich zu Ende geguckt? Ich habe auch Ted Lasso zu Ende geschaut. Da hast du gar nichts darüber gesagt. Deswegen ist das ist so ein Ja, bisschen, weil eigentlich, du hast es hart gefeiert. Du my weißt overall ja. feelings bleiben. Staffel 2 fand ich wesentlich schlechter als Staffel 1. Ich fand diese Durchpsychologisierung der Figuren nicht immer gelungen. Ich finde die Das müssen Story wir jetzt nicht machen. Arcs. Ich wollte nur fragen. Können wir nächstes Mal machen? Sorry, Story Können wir Arcs nächstes Mal machen? schwierig. Gut. Können wir machen Ja? kurz bevor Staffel 3 beginnt. Oder so. Wenn wir da so ein bisschen so mehr Infos haben. Kann ich nochmal meinen. Ich meine, ist immer noch eine sensationelle Serie, so ist es nicht. Okay, So, und ich würde es jedem okay. mein Herz ans Herz legen, das zu schauen. Aber es ist nicht mehr the wholesomeness of Season 1. Okay, gut. Ich habe noch mitgebracht Colin in Black and White. Auch eine Serie, wo es hoffentlich eine zweite Staffel geben wird. Und zwar ist es die Serie, da haben wir berichtet auch schon mal in den News vor ein paar Wochen, die von Colin Kaepernick und Ava DuVernay gemacht ist. Und da geht es halt um den Werdegang von Colin Kaepernick, der Football-Player, der für die 49ers gespielt hat. Und
Ja, die Tagline finde ich da schon sehr passend. Some play the game, others change it. Und es geht ja darum, dass er sich hingekniet hat und quasi dadurch seinen Job verloren hat und so ein bisschen. Während der Anthem, ne? Also man muss immer, also. Ja, genau, wegen der Nationalhymne. Also, ne, das war ja da so ein großes Ding. Und in den USA vor allen Dingen halt, Leute haben Trikots verbrannt, was auch in der Serie gezeigt wird. Und ja, da wird halt in dieser Serie. Ist halt so dokumentarisch, könnte man fast so ein bisschen sagen. Also so ein Dokudrama. Autofiktional würde man sagen. Autofiktional ist das. Okay, danke. Und da hat man dann natürlich die Perspektive von Colin Kaepernick, der immer so gewisse Szenen hat, die dann dramatisch nachgestellt wurden. Und er erzählt dann immer meistens am Anfang und am Ende über gewisse Dinge, die da passieren. Und da werden Sachen zum Beispiel, wie in der ersten Folge, da wird der Combine, nennt sich das, das ist für die NFL, wo die College-Spieler sozusagen getestet werden, wie gut, wie schnell sie sind. Und dann werden die so ein Wertesystem eingetragen und dann gibt es halt ein Ranking und dann, damit die NFL-Teams halt entscheiden können, nehme ich den Spieler, brauche ich den Spieler für mein Team. So, und das wurde dann halt zum Beispiel da mit Sklaverei verglichen, was schon krass ist, also und das auch Parallelen sind auf jeden Fall da, ne? Das ist schon Get sehr verrückt. Und du hast dann natürlich halt super viel Rassismus und wie das halt erlebt wird, wenn ein adoptierter Afroamerikaner in eine weiße Familie adoptiert wird, die von Nick Offerman und, wie heißt sie, Mary Louise Parker, glaube ich, heißt sie, gespielt wird. Und die machen das auch sehr krass. Und es ist halt wirklich dann manchmal, also was ich mich gefragt habe, ist dann manchmal, ob die Eltern wirklich so ignorant waren, sind oder, ne, das, also in manchen Stellen, das war halt echt verrückt. Da hat es innerlich bei mir halt super gebrodelt. Und ja, ich fand es aber overall eine richtig, richtig gute Serie, die halt viel erklärt und die eine gute Perspektive gibt, um das nochmal nachzuvollziehen, was schwarze Menschen durchmachen müssen. Und das ist halt schon sehr, oder People of Color allgemein durchmachen müssen. Und das ist wirklich sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und auch entertaining. Und deswegen, es wurde aufgehört bei seiner Highschool-Karriere sozusagen, wenn als die zu Ende ist. Und ja, und dann geht's halt danach weiter. Hoffentlich mit einer weiteren Staffel. Alles andere als interessant und entertaining ist der letzte Film, den wir euch me Darf ich noch reviewen. sagen, wie ich das. Ach so, ja, nun gib. Weißt du, ich, perfekte Überleitung, Tom noch mit Punkten beschäftigt. Du Nun hättest gib ja deine auch 9 noch. von Du 10. hättest Gib auch doch mal fragen deine können. 9 Nee, von ich gebe 10. geb auch 10 von 10. Ich fand es sehr Ah, großartig. okay. Und würde an dieser Stelle auch noch Swagger empfehlen, die noch nicht fertig ist, auf Apple TV, auch die Kevin Durant Basketball-Serie quasi. Geht in eine Okay, ähnliche okay. Richtung. 10 von 10 ist Ansage. Ich fand's super. Eva, hast du alles richtig gemacht? Ja, Jetzt kannst nichts du sagen, auf jeden richtig Fall nicht macht. 10 von 10 ist unser nächster Film. The French Dispatch, der neue Film von Wes Anderson. 4 Mini-Episoden aus dem Leben einer Zeitung, die vielleicht niemanden interessieren würde, gäbe es sie wirklich. Da gab es vielleicht sogar wirklich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Also, das ist Ich doch glaube, quasi, ne, New sonst Yorker angelehnt, gab's oder? nur die, genau, nur die französische Stadt, die darin porträtiert wird, ist eben ausgedacht. Ennui, was ja französisch ist für Langeweile, BTW. ja, und man BTW. hat den typischen Cast von Wes Anderson. Alle sind am Start. Es gibt einige Ergänzungen, aber wenig. Ja, Tom und ich waren zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder gemeinsam im Kino und haben uns gemeinsam gelangweilt bei diesem Film, der wie immer sehr, sehr, sehr schön aussieht, aber wirklich, wirklich wenig zu bieten hat, finde ich, außer seiner optischen Reize. Ich muss ja sagen, ich muss ja sagen an dieser Stelle, ne, ich saß ja auch da und wir haben ja alle brav geguckt und, ne, und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, oh, muss ich den jetzt gut finden? Also muss ich Ja, den jetzt genau, gut so ging es mir finden? auch. Ich dachte auch Das war so. richtig weird, ey. Es ist ein, also Wes Anderson ist ein wahnsinniger Hype, so. Und ich finde, dieser Ja. Film, also mal davon abgesehen, dass alle Figuren bei Wes Anderson immer so gucken müssen. Ja, es Das ist passiert, komplett. sehr grübel, ich finde, es passiert wirklich, wirklich wenig auch in den einzelnen Geschichten, obwohl wirklich viel passiert, finde ich das interessant. Also alle drei Geschichten erzählen ja große Geschichten über interessante Figuren.
nur, dass nichts davon rüberkommt bei mir als Zuschauerin, weil irgendwie, ja, dass die Emotionen mir fehlen. Das Beste war noch die ersten 3 Minuten, in denen Owen Wilsons Charakter durch diese Stadt fährt und sie in all ihrer Schmutzigkeit porträtiert. Und die animierte Szene, die war auch großartig. Ja, well. Dazu kommen, also ich, was anders, was hat der Typ eigentlich für ein hartes Frauenproblem? Muss man auch sagen, nachdem man diesen Film jetzt wieder sieht. Ja, seine Frauenfiguren sind fast alle motiviert irgendwie durch ihre Körperlichkeit. So Saoirse Ronan, die irgendwie kaum erkennbar so eine Prostituierte spielen muss, einfach so, because, I don't know, andere Frauenfiguren sind nämlich angefangen gefühlt. Wo war die nochmal? Ich erinnere mich gar Im nicht mehr dran. letzten, in dem letzten, in diesem Steakhouse. Ach so. Und auch die Figur von Frances McDormand, oh, so irgendwie so blöd angelegt, ich weiß auch nicht, so platt und einseitig und unangenehm. Oder irgendwie Virginie Seydoux, das Erste, was man von ihr sieht, sind ihre Brüste. So. Und, oh, das ist alles das ist so banal. Ich fand es wirklich banal. Und ich habe mich auch gleichzeitig geärgert, weil ich dachte, ah, der Film bekommt bestimmt wieder so ganz viel Lob und so. Wie das halt so ist, wenn so eine Filme gemacht werden. Also der Film hat auch wirklich nichts Neues zu erzählen, wenn Nee. man die anderen Wes Anderson-Filme nicht schon kennt. Ich So, und finde ich auch, war ein die großer waren. Fan, so. Ich fand auch, die einzelnen Storys waren alle auch so inkohärent. Also, die irgendwie haben nicht so wirklich viel mit. Also, die haben gar nichts miteinander zu tun gehabt, eigentlich, Nö, außer dass sie zur Zeitung genau. gehörten. Und manche Charaktere wurden irgendwie. Die wurden zwar vorgestellt, dann wurden die gar nicht. Also, da hat man gar nichts mitgemacht. Also, es war alles irgendwie so unvollendet. Also, Na, da die hätte waren man halt da, lieber. damit dieser Genau. eine Schauspieler auch noch mitspielen darf. Ja, genau, aber Dafür das ist waren halt die da. sinnlos. Genau, das ist halt sinnlos. Tut mir leid, also, ich fand es Super nicht. sinnlos. Und ich glaube, also ich habe überlegt, wenn das der allererste Wes Anderson-Film ist, den man guckt, dann findet man das wahrscheinlich richtig genial. Weil es ist nach wie vor, finde ich es visuell einzigartig, sein Stil. So. Und ist natürlich cool, diese ganzen tollen SchauspielerInnen zu sehen. Und manche davon können zeigen, was sie können, die meisten aber eben nicht. Ach, zum Beispiel schlimm, Elizabeth Moss, ja, die ja wirklich eine richtig gute Schauspielerin ist und einfach eine Sekretärin mit One-Line kriegt. Also, weiß ich nicht, Sekretärin, was für ein blöder War die nicht für Beruf. die Finanzen? Ich glaube, die Finanzen hat die gemacht. Nein, die hat nicht mehr die Finanzen gemacht, das hat jemand anders gemacht. Da stand Das doch war noch irgendwas und eine. da hat sie doch angemalt, diese Formel an der Tafel. Nee, das war nicht Finanzen, das war noch was. Da war noch eine andere Person. Aber Ich glaube, die hat die Buchhandlung gemacht. es spielt witzigerweise auch gar keine Rolle. So, weil die Genau, Person im keine wahrsten Rolle des spielt. Wortes. Und wie gesagt, ich finde, also was ich dem Film wirklich übel nehme, ist, dass ich 2 Stunden lang schlecht unterhalten war. War zum Glück So. nur 1 Stunde 40, glaube ich. Das hat sich angefühlt wie 3. So. Ja, das ist wie so ein, also, weiß ich nicht. Das ist einfach wirklich schade gewesen. Und ich glaube, es ist tatsächlich der letzte Wes Anderson-Film, den ich mir angeguckt habe. Dann gehe ich lieber in den Rewatch seiner ersten 4 Filme, die ich alle sehr Film. gerne mag. So. Ich muss mir nicht einen neuen Film anschauen, der ist wie die Ja, alten Filme, ist gut. nur als Abwasch. Also So, wie wirklich. viel gibst du? 4. Ich habe Okay, bei ich gebe. Letterboxd 5 gegeben. Je länger der Film her ist, desto. Schlimmer wird er. Don't Ich go gebe there! ein bisschen höher 5, aber es ist schon. Also, Und es jetzt ist sind ja schwer. draußen, wenn ihr sozusagen sagt, ah, oh, Mist, ich wollte jetzt endlich mal mit Wes Anderson anfangen, dann fangt vorne an. Fangt bei Mount Rushmore an. Guckt euch The Ten Bombs an. Aber vielleicht Fantastic Mr. andersrum, weil es Fox. dann besser wird, weißt Nein, gar nicht erst Zeit verschwenden mit diesen ganzen neuen Sachen. Grand Hotel Aber vielleicht Budapest. sieht man dann andere Dinge, weißt du? Oder hat man Weiß eine andere nicht. Perspektive. Das hast du ja gerade gesagt. Wenn man damit anfängt, dann mag man das vielleicht. Also vielleicht. Ja, oder vielleicht sind dann die alten Filme noch, also auch nicht geil, weil man dann denkt, so, habe ich jetzt Möglich. schon dreimal gesehen. Ja. Egal, was wir jetzt besprechen, unser Hauptreview Hat ist man so noch natürlich nie nicht gesehen. dreimal gesehen, sondern das erste Mal so richtig da. Und zwar geht es um The Harder They Fall. Ein Western mit afroamerikanischen Hauptdarstellern. Und ich glaube, einer weißen Stadt, die weiß ist, zum Beispiel. Also es gibt So super wenig ein Weiße. guter Witz, muss ich echt sagen, The Ja, White ich finde es City. auch. War super, war super. Da gab Wirklich es witzig. eine ganze Menge schöne Sachen. Aber es geht um die Story von Nate Love und Rufus Buck. Der gespielt wird, Nate Love von Jonathan Majors, den man aus Loki kennt zum Beispiel, oder Lovecraft County. Oder The Und Last Black Man in San Francisco, den ich das stimmt, das letzte auch Mal drin. empfohlen habe und wo er zum Beispiel zeigen kann, was er alles kann.
Richtig, genau. Und Rufus Beck wird von Idris Elba gespielt, also auch Rufus Beck, ich dieser will auch mal Rufus Beck sagen. Ich glaube, Rufus Entschuldigung, Beck ist ein Sänger, glaube ja. ich. Ja, Beck, Heißt nicht ne? Beck, ist doch der Vorname Rufus und deswegen will ich Könnte das auch mal sein, ja. ergänzen. Idris Elba, ei, ei, ei. Ja. Ja, also, Also dieser, ja. willst du die Story erzählen oder soll ich? Nee, erzähl du mal die Story. Ich trinke noch einen Schluck Tee. Schwarzen Tee Okay, übrigens. danke, dann trink mal, dann kann ich auch reden. Ja, jedenfalls geht es um Nate Love, der, wie gesagt, von Jonathan Majors gespielt wird. Und der ist quasi auf einer Revenge-Tour, wie Julia die Filme ja so richtig gerne mag, wenn es um Action geht. Und möchte sich an Rufus Beck Charakter sozusagen rächen. Also er hat seine Gang, die Nate Love Gang halt, ne? Und die ist dann gespielt von Zazie Beetz ist dabei. Dann haben wir, oh, wen haben wir? Delroy Lindo haben wir dabei. Und oh, ich komme leider nicht auf den Namen von dem einen, aber den Großteil kennt man alle vom Sehen. Genau, es gibt noch einen Und Scharfschützen und es gibt noch einen Schnellschützen, was man eben so in der Cowboy-Gang braucht. Richtig, genau. Und Delroy Lindo spielt den Marshall. Und dann haben wir die andere Gang von Idris Elba, wo Regina King dabei ist, wie du schon erwähnt hast, und Lakeith Stanfield und dann noch zwei, drei andere Schergen, die so ein bisschen im Hintergrund stehen. Aber ja, also super stylisch. Alle sehen richtig gut aus, alle spielen ihre Rolle wundervoll. Und ja, dann geht es um Revenge und um eine Stadt und dann Twists und Turns an jeder Ecke. Und ja. Ist actionreich, ist ein Western, ist ein guter Western, würde ich sagen. Aber jetzt kommen wir zu meiner Kritik hier an dieser Stelle, wo Julia auch gleich was dazu sagen darf. Oder möchtest du noch was No, vorsagen? no, 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 go ahead, go ahead. Okay. Mein großes Problem mit dem Film ist, dass, wie gesagt, der Film bringt nichts Neues an den Start, außer die Schauspieler sozusagen. Und die Schauspieler sind auch super. Aber die Schauspieler werden leider meiner Meinung nach zu wenig eingesetzt. Also das, was sie können. Sie sehen gut aus. Sie winken und Das das war's. gilt aber übrigens nicht für alle Schauspieler, meines Erachtens. Darüber können wir gleich gerne auch noch streiten, wenn du Bitte. möchtest. Ja, bitte, du darfst jetzt gerne übernehmen und was dazu sagen. Ich hab ja mein Piece gesagt hier. Okay, also ich persönlich, je länger dieser Film her ist, desto mehr arbeitet er in mir. Und das finde ich, das machen wenig Filme. Und das machen gute Filme vor allen Dingen nur. Oder sehr schlechte Filme, die dann aber in die andere Richtung arbeiten. Und The Harder They Fall, ich muss dir echt sagen, ich widerspreche dir, der macht was ganz Neues. Na, was denn? Und naja, James Samuel, der Regisseur zum Beispiel, der sagt über seinen Film, hier geht es nicht um ein Reimagining. So, und das wäre ja das sozusagen. Es wird einfach nur ein Western neu erdacht mit zum Beispiel nur schwarzen SchauspielerInnen. So. Sondern er sagt, es geht wirklich um ein Replacing. So, die Idee, dass der Wilde Westen weiß war, muss ersetzt werden durch die Idee, dass er es eben nicht war. Jeder vierte Cowboy war eben ein schwarzer Mann. Wird auch erwähnt, dass die Charaktere übrigens am Anfang gibt es dann eine Genau, kleine they exist Geschichte. so. Und das ist ganz, also das ist so, also dieser historische Background, der den Film öffnet, das ist wirklich total spannend. Zum Beispiel, also er spielt ja ungefähr kurz nach der Abschaffung der Sklaverei in den 1860er Jahren und der Wilde Westen war für schwarze US-Amerikanerinnen oder Menschen, die in US-Amerika gelebt und schwarz waren, keine Ahnung, ob sie da schon die Bürgerrechte besaßen, total interessant, weil das eben dieses Establishment, das an der Ostküste schon ganz festgefahren war, im Wilden Westen noch nicht existiert und man da plötzlich neue Rollen für sich entdecken könnte. Zum Beispiel, ach, wie heißt denn hier, die von Zazie Beetz gespielt wird, Mail, May, Bob. Mary, Coach, Stage Coach Coach, Mary, oder wie ist genau, Stagecoach Mary. Deren Name kommt daher, dass sie die erste schwarze Frau war, die tatsächlich Post auf langen Distanzen gefahren hat. Also eine real existierende Frau, die einen Beruf, den man weder als Schwarze noch als Frau ergreifen konnte, dort in diesem Wilden Westen immer ergreifen kann. Und damit irgendwie ganz neue Rollen öffnet. Und das ist auch das, was wir diskutiert haben, nachdem wir den Film geguckt haben. Was macht dieser Film? Der Film ist ein total wichtiges Stück antirassistische Arbeit, weil also du verlernst das Sehen wieder. Du musst damit erstmal klarkommen, dass irgendwie in etwas, was du gewohnt bist, hauptsächlich weiß zu sehen, dass da eben alle Rollen schwarz sind. Das arbeitet in deinem Klischee- und Vorurteilssystem, Hat arbeitet das es in dir total ab. gearbeitet? Das hat total mir gearbeitet. Ich bin natürlich, also wir haben darüber echt viel gesprochen. Das ist das Sensationelle an dem Film. Das macht was. Das verschiebt die Perspektive. Und Okay. es ist ja auch zum Beispiel James Samuel, ich zitiere mal kurz, sagt auch, What I was doing with that fight, und er meint den Fight zwischen den beiden Frauen,
I've done in the whole film. It is reverse psychology on what we know as the Western. It puts up a mirror. Und das finde ich total spannend, weil er nämlich sagt so, ja, was sind wir gewöhnt zu sehen in 1860ern? Vielleicht auch sogar noch heute. Wir sind es gewöhnt, POC, schwarze Menschen, als weniger menschlich als weiße Menschen zu sehen, sozusagen. Die werden oft Sklavenrollen, Dienstmädchen, the help und stuff. Ja? Und hier sozusagen davon weggehen und Frauen als unterwerfige Personen, die noch weniger wert sind als Männer, also sozusagen. Und da flippt der Film ganz viel, macht ganz viel richtig. Dieser Kampf, also sozusagen dieser Hauptkampf, der normalerweise in solchen Filmen den Männern gehört, der geht hier an die Frauen. Die anderen, also die Männer kämpfen zu dem Zeitpunkt. Die Männer kämpfen alle mit Pistolen und sie sind die einzigen, die sozusagen diesen Faustkampf, der so ein sehr männliches Genre ist, für sich erobern. Und übrigens auch mal ein wunderschönes Setdesign in dieser Färberei. Habe ich auch gedacht, was für eine brillante Idee, das dorthin zu machen. Und das, finde ich, ist das Spannende an diesem Film und deswegen erzählt er mir was ganz, ganz Neues, weil er mich total herausfordert als weißer Zuschauer. Aber ich finde, das tut er halt nur oberflächlich. Und ich finde, das macht er dadurch, dass er das, was du alles sagst, finde ich auch alles richtig und ist auch alles super. Aber ich finde, die Story in sich, da wird nichts großartig mehr erzählt. Und das ist mein Problem mit dem Film. Da finde ich, vor allem halt, weil wir so große, gute Schauspieler haben, gibt diesen Rollen doch auch eine Bedeutung. Also mehr als nur oberflächlich. Aber auch da zum Beispiel, also der Charakter von Jonathan Mayers, den ich wirklich also gerade sehr, sehr schätzen lerne als Schauspieler, finde ich auch total interessant, weil er ist ja kein klassischer rougher Cowboy, kein toxisch-maskuliner Cowboy, wie er vielleicht noch von Idris Elba gespielt wird, also sozusagen seinem Gegenspieler, sondern er bringt eine wahnsinnige Sensibilität zu der Rolle, die er als Schauspieler auch einfach hat. Alle seine Rollen, finde ich, sind so sensibel angelegt. Das ist einfach die Qualität, die er mitbringt. Und er gibt viel ab. Er gibt viel Verantwortung ab an seine Mitstreiter. Er stellt sich nicht so, nicht in den Vordergrund, sondern er ist einfach ein demokratischer Gangleader auf gewisse Art und Weise. Und wird es umso mehr eben im Kontrast zu Idris Elba, übrigens eine wahnsinnige Bühnenpräsenz, würde ich das im Theater nennen, aber auch im Film hat, dieser Moment, wenn der aus seinem Käfig tritt. Die Zelle kommt, ja. Das ist auch richtig krass, ein krasser Filmmoment. Und ja. Regina King, ja, OMG spielt die gut. Dieser erste Moment, wo sie da in diesem blauen Mantel auf den Schienen steht, das ist so ein Showstopper. Ja, und wie überhaupt, gesagt, da passiert halt so viel in ihrem Spiel, in ihrem Gesicht und so weiter. Und deswegen, also ich bin zum Beispiel gar nicht bei, wenn ich das Gefühl habe, dass selbst Lakeith Stanfield, die Rolle macht total Spaß, wie er sozusagen Philosoph da durchziehen darf. Und du musst natürlich, du hast ja wahnsinnig viele Rollen in so einem Western. Und wenn man das jetzt aber mal vergleicht zum Beispiel mit anderen Filmen, wo man jeder, also Westernfilmen, wo alle Rollen ordentlich was abkriegen müssen, wie Glorreichen 7, 12 Dutzend. Was auch immer. Ja, dann habe ich das Gefühl, dass ich die Figuren trotzdem besser kennenlerne, interessanterweise. Durch eben die Dialoge, die sie kriegen. Und ich stimme dazu, der Film ist inhaltlich, der ist nicht ganz kohärent. Ich zum Beispiel finde die Motivation hinter der Rufus Buck Gang, diese Stadt aufbauen zu wollen, das wurde mir nicht genug erklärt. Und ich hatte das Gefühl, da steckt was total Spannendes dahinter. Aber ich verstehe es nicht und ich verstehe es vor allen Dingen nicht mit den Mitteln, die sie dafür benutzen, um diese Utopie, die sie da machen wollen, umzusetzen. Ja. Da ging für mich zum Beispiel ein Punkt verloren von der 10-Punkte-Skala. Aber insgesamt und auch zum Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, worüber man aber unbedingt sprechen muss, weil James Samuel selber, der ist sein Regiedebüt, er hat vorher schon mal einen Kurzfilm gemacht, 30 Minuten, aber er ist eigentlich Musiker. Und er hat das zusammen mit JC produziert. Und das merkt man im Film an, dass das ist ein Musikfilm. Wie hier Musik eingesetzt wird, auf eine Art und Weise, die total neu für das Genre ist. Kampfszene zu Fela Kuti zum Beispiel. Wahnsinnig geil. Und deswegen, wenn auch der Film nichts inhaltlich Neues erzählt, aber was willst du auch Neues erzählen in Wild-West-Filmen? Neues ist vielleicht das falsche Wort. Ich finde, die Charaktere hätten einfach mehr in den Vordergrund gerückt werden können. Also ich finde es halt zu oberflächlich. Was du sagtest, mit den Motivationen alleine schon, ist, was mich stört. Ich finde, es ist ein schönes Showreel, aber es ist kein gut funktionierender Film, meiner Meinung nach.
I don't know. Ich meine, Western. Ne? Ich finde, Western ist aber auch einfach ein Film, der einlädt, dich in Klischees zu verlieren. So, und alle Figuren haben die typischen Western-Klischee-Dinge vielleicht am Laufen. So. Aber sie werden alle, nicht alle, aber viele von denen werden trotzdem geflippt. Gerade die Frauenfiguren zum Beispiel finde ich einfach auch neu. Dann, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja, Non-Binary Cowboys. Es gibt sozusagen eine Non-Binary Rolle in diesem Film, die mit der spannend umgegangen wird und die einen interessanten Weg finden muss. Und dass du eben auch, ja, also dieser, die Ned Love Gang, die zum Beispiel so eine Art Robin Hood Gang ist, weil sie auch nur von den anderen Bösen stiehlt und nicht von Banken und so weiter. Ich finde, der Film ist innovativ. Ich finde ihn wahnsinnig innovativ. Ich finde ihn, fand ihn sehr unterhaltsam. Also ich bin echt auch 2 Stunden mitgegangen. Ich finde, fand ihn wirklich schön gemacht an ganz vielen Ecken und Enden. Ich fand Witze teilweise interessanterweise gut gelungen. Stichwort rechter Arm. Ich fand die Schauspielerei einfach nur absurd. Also du hattest auch gesehen, die haben alle richtig Bock auf diesen Film. So. Und der war bis in die kleinsten Nebenrollen gut besetzt. Nola Definitiv, ja. Darling, die davon, die gleich in den ersten 30 Sekunden hops gehen muss, gefühlt. Ich habe einfach, also ich hab das Gefühl, ich habe was Herausforderndes, Neues gesehen, was einfach dringend erzählt werden muss. Geschichten, von denen man nichts wusste, ja, werden hier Ja, genau. porträtiert. Und es Ja. gelingt. Es gelingt. Ich Okay, finde, der gut. Film macht das, was er machen will, sehr gut. Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach ist das die Geschichte ist schön, dass die erzählt wird, aber ich finde, da hätte man ein bisschen mehr reinpacken können in die Geschichte selbst. Das ist mein einziger großer Kritikpunkt, sonst fand ich es halt rundum musikalisch super, schauspieltechnisch genial, Besetzung top, also kann man überhaupt nicht meckern und hat auch Spaß gemacht, ne? Wie gesagt, ich hätte mir nur wirklich von der Overall-Geschichte an sich mehr gewünscht, also mehr Motivation für die einzelnen Charaktere, die nicht so rauskamen, aber wie gesagt, trotzdem Vielleicht definitiv eine im zweiten Teil. Filmempfehlung. Im zweiten Teil. Stimmt. Spoiler Alert. Definitiv eine Filmempfehlung auch meinerseits trotz dessen. Ne? Ich glaube, jeder wird damit seinen Spaß haben. Und ja, deswegen gibt es von mir 8 von 10 noch trotzdem. Ich finde, also ich bin bei allen Punkten bei dir. Ich finde, zudem leistet der Film einfach antirassistische Basisarbeit. Was jetzt irgendwie technisch klingt, aber wirklich cool ist, weil bei Antirassismus geht es immer darum, Dinge zu verlernen, die man eben lernt als weiße Person. Und das macht der Film wirklich gut. Und ich habe, also nach dem Film habe ich 8 von 10 Punkten gegeben. Ich bin mittlerweile bei 9 von 10 Punkten. Wie gesagt, ich ziehe einen Punkt ab Okay. für die fehlende, also für diese fehlende Motivation der Bösewichte, die da war, aber nicht erzählt wurde. Und gefühlt fand ich auch diese eine Faustkampfszene war mir ein bisschen zu viel. Da musste ich 40 Sekunden lang mit verdeckten Augen da sitzen, weil ich das nicht ertragen konnte. Brauche ich einfach nicht so sicher. Ich habe auch festgestellt, ich kann Gun Violence viel besser ertragen als Faust Violence. Okay. Good for you. Good Good for for you. me. 9 von 10 Punkten für einen spannenden Western-Film, wie ihr ihn bisher meines Erachtens noch nicht gesehen habt. Okay, dann sind wir durch, liebe Freunde, und wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, wahrscheinlich mit Eternals und was habe ich noch gesagt? Power of Dog. Power of Wo wir gerade bei Dog. Western sind, dann können wir das doch auch in den Hauptdings packen. Zum Beispiel kein Western, mit dem man Dinge wieder verlernt. Das will ich nicht unbedingt sagen, Na aber gut. hast du ihn schon gesehen? Nein. Nee, siehst du. Gut. Judge erst dann. Und dann freue ich mich einfach auf eine lange Karriere von Jonathan Mayers, muss ich echt sagen. Ich glaube, der wird noch viele, viele, viele tolle Sachen machen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Dann, Freunde, es war mir ein Vergnügen. Macht's Mir gut. war es auch ein Vergnügen, Tom. Vielen Dank für 1,5 Stunden Spaß. Hey, Stunde 15 haben wir aufgenommen. 75 Minuten. Spiel Spaß und Spannung. Okay, ciao.